Leseratten da draußen, heute möchte ich euch ganz gerne die drei Fragezeichen Angriff der Computerviren vorstellen. Das Ganze hat die liebe G.H. Stone geschrieben. Ich verlinke euch dazu 50 Jahre Kuriositäten und Fakten von den drei Fragezeichen da oben. Als Video und eben auch als Buch. Das Buch wahrscheinlich eher unten in der Videobeschreibung, also in der Beschreibung. In Angriff der Computerviren geht es darum, dass Justus am Anfang des Buches gleich reinrauscht in die Zentrale und versucht den Computer anzumachen und muss feststellen, dass der Computer von einem Virus infiziert worden ist und auch hier die ganzen Disketten. Früher hatte man ja noch die Disketten, bevor die CDs kamen. Auf jeden Fall taucht dann auf einmal auf dem Bildschirm auf eine Drohung mit 5 Millionen Dollar oder sie werden komplett gelöscht, anstatt nicht nur die Computerdaten, sondern auch komplett die Jungs. Ja, das lässt natürlich die drei Fragezeichen nicht kalt und Justus kann sich sofort daran erinnern, dass Norton Rome, der eine Computerspezialist, bei sich im Computerclub war und diesen suchen sie auf, damit sie gucken können, ob dieser Virus eben von Norton Rome kommt oder ob er irgendwie weiß, wie man diesen killen kann. Ja, auf dem Weg dorthin ist es ein bisschen schwierig, weil Norton Rome auf einmal verschwunden ist und ja, eben jetzt diese Suche nach diesem Norton Rome noch mit im Vordergrund steht, dadurch, dass seine Wohnung total zerstört ist. Ja, also so viel auf jeden Fall schon zu dem Angriff der Computerviren. Das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen, habe ich vergessen am Anfang zu erzählen. Ja, das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen, weil es schon sehr interessant war. Damals, wie gesagt, noch mit Disketten und keine CDs. Und es war, glaube ich, eins von wenigen Büchern, die diese G.H. Stone wirklich geschrieben hat. Und es ist aber auch mal wirklich schön, ein älteres Buch mal nicht so schlecht zu bewerten. Ich weiß, dass ich einige Bücher habe, die ich gelesen habe, die ich wirklich nur mit 1 oder 2 Sternen bewertet habe. Aber ja, das hat von mir 3 Sterne bekommen. Und so alt, müsste es schon eigentlich sein. Ja, von 1992. Und ja. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Ich musste das wirklich noch ein zweites Mal aufnehmen, dadurch, dass ich mich beim ersten Mal total verhaspelt habe. Okay, wir sehen uns demnächst wieder, ne? Ciao!